Kleines News-Update an der Stelle. Wir wurden ja bisweilen schon so ein bisschen dafür kritisiert, dass wir unsere Tech World Remote noch nicht für Android 9 am Start hatten. Wir haben die Kritik mal aufgenommen und hatten jetzt mal Zeit und Gelegenheit, uns darum zu kümmern. Und seit 2 oder 3 Tagen ist jetzt die aktuelle Version im Play Store für Android 9, also es geht um die Bedienung unserer Gaspedal- bzw. Tuning-Elektroniken über die App. Das ist jetzt wieder auch mit der aktuellen Android-Version gewährleistet. Also all diejenigen, für die das bislang ein Hinderungsgrund waren, weil die schon irgendwelche neuen tollen Handys haben, kann ich jetzt nur sagen, es ist im Shop. Also ich hoffe mal, es schlägt sich dann auch auf der Bestellseite nieder. Ich lasse mich überraschen. Zweiter Punkt. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich kein Freund davon, jetzt einfach nur irgendwas über Autos zu berichten, wenn da nicht immer so der Performance-Gedanke dabei ist, beziehungsweise wenn wir nicht irgendwie sowas machen, vorher, nachher, was hat er in Serie, was hat er in Tuning. Und das habe ich ja auch entsprechend immer kommuniziert. Es ist aber jetzt inzwischen teilweise doch so, dass wir manchmal Autos bekommen könnten. Einerseits einfach nur so kurz, dass es heißt, kriegen wir jetzt mal für einen halben Tag oder was auch immer, dass man in der Kürze der Zeit eigentlich gar nicht in der Lage ist, das auch noch tuningmäßig dann zu begleiten. Oder aber es gibt auch Fahrzeuglieferanten, die dann sagen, ja, könnt ihr was drüber machen, aber macht kein Tuning oder zeigt kein Tuning oder sowas. Kann man auch akzeptieren, Schrägstrich verstehen. Und da war es halt bisher so, dass ich dann gesagt habe, komm, dann lassen wir, das bringt ja nichts. Aber inzwischen habe ich mir überlegt, okay, es kann ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein, wenn wir mal gucken, was kann so ein Ding in Serie. Und meistens ist es ja so bei den ganzen Autobloggern auf YouTube, die erzählen dann zwar, wie viel PS er hat und wie schnell er beschleunigt, aber die überprüfen das ja nicht. Oder wenn sie es überprüfen, dann auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, ja, kannst du dann eigentlich auch gleich lassen. Und deswegen bin ich jetzt zu der Überzeugung gelangt, dass wir vielleicht hin und wieder auch mal Autos, die wir sonst nicht kriegen würden, einfach nur mal auf ihre serienmäßigen Fähigkeiten hin überprüfen, weil da haben wir ja auch schon bei unseren Performance-Tests in der Vergangenheit festgestellt, dass es ja durchaus auch mal Fahrzeuge gibt, die das, was der Hersteller so verspricht, in Sachen Beschleunigung oder Leistung gar nicht einhalten. Als ersten Feldversuch habe ich da mal den Jaguar F-Type, war das, glaube ich, genommen. Das ist jetzt allerdings überhaupt nicht mit irgendwelchen Aufrufen honoriert worden. Liegt vielleicht aber auch so ein bisschen an dem Auto. Das erfreut sich ja auch keiner mega großen Beliebtheit. Ich will aber diese Feldversuchreihe eigentlich mal am Laufen halten. Das heißt, es werden noch so ein paar Sachen kommen, wo wir einfach mal gucken, was kann so ein Ding in Serie. Sollte sich dann herausstellen, dass das halt niemanden interessiert, dann können wir es auch wieder lassen, ist klar. Aber ich wollte den Ansatz jetzt mal aufgreifen, weil möglicherweise kommen wir auf dem Wege vielleicht an Fahrzeuge, an die wir sonst nicht kommen würden. Und es gibt ja mit Sicherheit auch Zuschauer, die sich jetzt einfach nur mal dafür interessieren, was serienmäßig bei so einem Ding läuft, weil, wie wir ja aus eigener Erfahrung wissen, sind ja auch bei unseren eigenen Zuschauern eigentlich die wenigsten dann die, die irgendwie mit einem Tuning rumfahren. Also ist es möglicherweise auch sinnvoll, mal zu gucken, was bei serienmäßigen Fahrzeugen so geht oder nicht. Wir probieren das jetzt mal. Sollte es sich herausstellen, dass es komplett uninteressant ist, dann lassen wir es wieder. Wer dazu irgendeine Meinung hat, kann auch einen entsprechenden Kommentar verfassen. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nichts, was wir drastisch forcieren. Es werden auch in nächster Zeit Performance-Tests kommen, wo wir wieder gucken, Serie, Tuning und so weiter. Aber es wird halt ein weiterer Baustein sein, den wir jetzt mal so versuchen, ein bisschen mit durchzuziehen. Was so die Änderungen auf YouTube, Kooperationen und so angeht, da sind wir auch nach wie vor schwer am Hantieren. Nur ist es halt auch so, dass sich dann in der Praxis herausstellt, dass es sagt sich vieles sehr leicht, aber wenn man dann am Ende liefern muss, dann sieht es schon wieder anders aus. Und es ist jetzt nicht so, dass im Mitarbeiterkreise alle jetzt unbedingt hier schreien und sagen, da will ich mitmachen. Oder manchmal stellt man dann auch fest, ja, das ist dann doch nicht flüssig genug oder dies oder das. Also momentan ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen am Rätseln sind, wer könnte das denn dann tatsächlich auch mal machen oder wer kann es entsprechend rüberbringen. Und ja, ich weiß, es gibt da auch Kritik an meiner Person
Und es würden sich auch viele jemand anderes irgendwie freundlicher, Arschleck-Zuschauer-kompatibler wünschen. Und dem wollen wir ja auch nachkommen. Aber solange es halt so ist, dass da noch niemand Passendes gefunden wurde oder aber mögliche Kandidaten auch noch ein bisschen zögern, ob sie es machen sollen, wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich hier immer mal wieder die Zuschauer bespaße. Und hinter den Kulissen wird dran gearbeitet, dass es da in Zukunft Alternativen gibt und dass es nicht immer nur alles an mir hängen bleibt. Aber wann das dann tatsächlich Umsetzung findet, kann ich jetzt auch noch nicht so wirklich versprechen oder sagen. Aber ja, bleibt mal dran, lasst euch überraschen. Vielleicht finden sich in absehbarer Zeit ja doch weitere Präsentatoren unserer Produkte und das Ganze nimmt irgendwelche neuen Wendungen. Schauen wir mal. Ansonsten muss ich halt hier immer mal noch so ein bisschen weiter entertainen. Also, wiederhören.